So, erstmal ein herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe des Sportplatzes, dem Sportmagazin hier bei uns auf FS1. In dieser Ausgabe haben wir auch drei der interessantesten Spiele ausgesucht und das sind die Themen: Erste Klasse Nord, die 1B-Mannschaft des USC Eugendorf besiegte den USV Schlehdorf, U14, der USC Eugendorf setzte sich gegen Straßwalchen durch und U11. Der ASV Salzburg feierte im ASV Derby gegen den ASV Taxam einen klaren Heimerfolg. Wir beginnen gleich mit der ersten Klasse Nord, denn da fand ja das Spiel zwischen der 1B-Mannschaft des USC Eugendorf und der Mannschaft der USV Schlehdorf statt. Und wie dieses Spiel ausgegangen ist, darüber habe ich euch den folgenden Beitrag zusammen. Beim Spiel des USC Eugendorf 1B gegen den USV Schlehdorf zunächst einmal die in grün spielenden Gastgeber am Ball. Neuer Versuch, aber vorerst tut sich nichts, es bleibt beim 0:0. Jetzt wieder ein Angriff des USC Eugendorf. Schön gemacht, die Gastgeber können den Ball in ihren eigenen Reihen behalten. Versuchen es. Weiter Abschlag. Flanke und Tor! 1:0, herrlich herausgespielt. Keine Chance für den Goalie des USV Schlehdorf, da etwas zu machen. Ja, hier sehen wir natürlich noch das Ergebnis der Kampfmannschaft in der Regionalliga West im Derby gegen den FC Pinsk aus Elfelden, das 1:1 endete. Doch zurück zum Spiel. Wieder sind die Gastgeber im Angriff. Rückpass, aber es bringt nichts ein. Jetzt wieder. Der USC Eugendorf bleibt am Ball. Aber auch da bringt es nichts ein. Es gibt Freistoß. Ball. Wieder ein neuer Versuch. Flanke. Auch dieses Mal kein Problem für den Goalie der Gäste. Jetzt wieder eine gute Aktion. Pass, es steht nach wie vor 4:0 nach der ersten Halbzeit. Neuer Rückpass. Aber es bleibt beim 4:0 nach den ersten 45 Minuten. Dann die zweite Halbzeit. Gute Aktion. Die Gastgeber können sich in der gegnerischen Spielhälfte festsetzen und es gibt Abstoß vom Tor des USV Schlehdorf. Jetzt wieder. Eine sehr häufige Szene und auch dieses Mal konnte der Schlehdorfer Goalie mit einer herrlichen Parade einen Gegentreffer verhindern. Jetzt wieder ein neuer Pass. Die 1B-Mannschaft des USC überhebt ein neuer Versuch und auch dieses Mal ein gut gefangen vom Goalie. Dann wieder ein neuer Abschlag. Pass. Wird hier nicht attackiert. Schuss und Tor. Weiterer Treffer. Aus meiner Sicht war dieser Schuss nicht ganz unhaltbar. Und wieder der USC Eugendorf 1B. Weiter Versuch. Rückpass. Aber auch da bringt es nichts. Jetzt wieder von der Seite in die Mitte. Die 1B-Mannschaft des USC Eugendorf bleibt dran. Pass. Immer noch und Tor, weiterer Treffer. Einer von 8 an diesem Fußballnachmittag und die Gastgeber des USC Eugendorf 1B
feiern gegen den USV Schlehdorf einen klaren und auch in dieser Höhe absolut verdienten 8:0 Erfolg. 8:0, so lautete also das sehr eindeutige und auch in dieser Höhe absolut verdiente Endergebnis in einer Begegnung, bei der die Gastgeber durch herrliche und gut herausgespielte Möglichkeiten ein Tor nach dem anderen erzielten und auch sonst einige schöne Paraden zeigten. Jedenfalls ein klares Ergebnis und ebenso klar war auch das Ergebnis vom zweiten Spiel, über das wir hier berichten, nämlich vom U14-Spiel zwischen dem USC Eugendorf und dem SV Straßwalchen. Mehr dazu im folgenden Beitrag. Beim Spiel des USC Eugendorf gegen den SV Straßwalchen in der Altersklasse U14 sind einmal die Gäste, die mit 0:3 hinten sind, am Ball. Jetzt wieder eine neue Aktion, können sich befreien und somit gibt es keinen weiteren Treffer, zumindest vorerst. Dann allerdings wieder ein neuer Pass, Rückpass, wieder eine Möglichkeit über die linke Seite. Rückpass. Auch da kein weiterer Treffer. Das bleibt beim 3:0 für den USC Eugendorf. Dann wieder Abstoß. Wieder eine schöne Kontermöglichkeit, der allerdings in der Abwehr des SV Straßwalchen bleibt. Die Gäste können den Ball in ihren eigenen Reihen behalten und wurden jetzt wieder. Schön vorgetragen, eine gute Aktion, die Gastgeber sind im Strafraum, Flanke und Tor! 4:0, herrlich herausgespielt. Keine Chance für den Goalie des SV Straßwalchen, der in dieser Phase überhoben wurde. Dann wieder ein neuer Versuch. Das Spielgeschehen spielt sich in dieser Phase im Mittelfeld ab. Weiter Versuch. Aber der Ball geht ins Out. Der Halbzeitstand lautet 4:0 für den USC Eugendorf. Dann die zweite Halbzeit. Die Gastgeber können den Ball in ihren eigenen Reihen halten. Bleiben dran. Jetzt wieder eine gute Aktion. Schöner Versuch über die rechte Seite, aber auch da hat die Verteidigung des SV Straßwalchen gut aufgepasst. Wieder eine neue Aktion. Versucht es. Der Ball bleibt innen. Und auch dieses Mal geht der Ball hinter das Tor. Keine Gefahr für das Tor. Jetzt wieder. Rückpass. Neuerlicher Versuch. Gute Aktion. Aber auch da gab es für die Gastgeber kein Durchkommen. Jetzt wieder. Gut gemacht von USC Eugendorf. Verlieren ihn wieder an den SV Straßwalchen. Können ihn sich zurückerobern und auch dieses Mal geht der Ball ins Haus. Jetzt wieder ein neuer Pass. Und Tor. Weiterer Treffer für die Gastgeber, der in dieser Phase auf jeden Fall absolut verdient war. Nächster Versuch. Der SV Straßwalchen bleibt am Ball. Aber auch dieses Mal schöne Parade des Eugendorfer Goalies. War nicht so einfach, wie es vielleicht hier aussah. Jetzt wieder ein Versuch. Schlägt sich durch, geht ab und da könnte man als Goalie durchaus den Ball wegschießen.
Der Endstand lautete jedenfalls 8:0 für die Gastgeber aus Eugen. Auch dieses Spiel endete mit einem klaren 8:0 für die Gastgeber des USC Eugendorf. Wobei zu sagen ist, dass die Spieler des USC Eugendorf schon nach dem ersten Halbzeit mit 4:0 führten. Von der Altersklasse U14 kommen wir hinunter in die Altersklasse U11, wo es ein Spiel zwischen dem ASV Salzburg und dem ASV Dagsheim gab. Auch da gab es ziemlich viele Tore zu sehen und die schönsten von ihnen sehen wir im Folgenden. Beim U11-Spiel zwischen dem ASV Salzburg und dem ASV Dagsheim zunächst einmal die in Rot spielenden Gastgeber am Ball. Hier eine schöne Aktion, Schuss und Tor. 1:0 in der Anfangsphase bereits herrlich herausgespielt und keine Chance für den Dagsheimer Goalie, da etwas zu machen. Dann wieder ein neuer Versuch. Kontermöglichkeit. Der Ball geht allerdings nicht ganz in Out. Jetzt eine Flanke zur Mitte. Aber auch dieses Mal gut abgeblockt. Die Gäste bleiben allerdings am Ball. Schuss und da ist der Ausgleich zum 1:1. Auch dieses Mal war der Goalie des ASV Salzburg ohne Abwehrchance. Jetzt wieder ein neuer Angriff. Das Spielgeschehen spielt sich hauptsächlich im Mittelfeld ab. Aber auch dieses Mal bleibt der Ball drinnen. Geht allerdings ins Out. Keine weitere Gefahr für die Tore. Jetzt wieder ein neuer Angriff. Gut gemacht. Immer noch ein Elgerschein im Mittelfeld. Aber jetzt, vielleicht jetzt. Kontermöglichkeit. Wird hier nicht attackiert. Zieht ab und Tor. 2:1 für die Gastgeber. Herrlich gemacht. Und da wäre es halt wichtig, wenn man den Ball als Goalie wegschießen würde. Näher auf den Mann wäre die Devise. Dann wieder ein neuer Versuch. Wir befinden uns nach wie vor in der ersten Halbzeit. Schöner Angriff des ASV Dagsheim. Auch hier eine ähnliche Szene. Wird hier nicht genug attackiert. Und Tor 2:2 Ausgleich. Und das war auch der Spielstand nach 30 Minuten. An die zweite Halbzeit. Kontermöglichkeit. Auch diesmal spielte sich das Spielgeschehen im Mittelfeld ab und kein eigentlicher Torschuss. Vielleicht jetzt. Schöne Aktion. Rückpass. Und auch dieses Mal konnte sich der Dagsheimer Goalie auszeichnen. Dann wieder Einwurf. Schuss. Aber der Ball geht vorerst am Tor vorbei. Jetzt wieder eine Ecke. Nachschuss. Bleibt allerdings noch in der gegnerischen Hälfte. Was allerdings nicht wirklich etwas einbringt. Feierlicher Versuch. Und hier eine schöne Parade, aber im Nachschuss ging der Ball nicht ins Tor. Jetzt wieder ein Angriff. Schöner Konter der Gäste. Auch hier wird keine aus attackiert und Tor. Weiterer Treffer für den ASV Dagsheim. Wieder ein schöner Angriff. Sehr gut gemacht vom Dagsheimer Goalie. Allerdings bleibt da als Vertrag beim Ball und im Nachschuss gibt es einen weiteren Treffer. Auch da war dieser Schuss aus meiner Sicht nicht ganz unhaltbar. Dann wieder ein neuer Versuch. Pass. Der Ball geht ins Out. Die Gastgeber nennen diese Begegnung ganz klar. Und damit sind wir auch schon wieder fast am Ende dieser Ausgabe vom Sportplatz angelangt. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen
und verabschiede mich bis nächste Woche hier um 17 Uhr, same time, same station. Bis dorthin, macht es gut, bis zum nächsten Mal.